Servus. Moshe, Dennis. Wie geht's dir? Alles gut? Gut, bei dir? Ja, soweit. Man lädt. Alles gesund, alles munter. Muss. Ist Freut langweilig. mich. Mal Langweilig. machen. Freut mich, dass es geklappt hat. Vielen, vielen Dank. Ja, erzähl mal, wie geht's dir in der aktuellen Corona-Lage? Was machst du so den ganzen Tag? Wir wissen ja, dass du ein sehr, sehr fleißiger bist. Wie kriegst du das hin, wenn du nicht 100% trainieren kannst? Also ich bin immer noch weiterhin ganz normal am Trainieren, halt ohne Ringermatte. Viel Laufen draußen, Seilspringen, Radfahren, Krafttraining geht auch, habe mir eine Langhantel besorgt. Ein bisschen auch am Boxsack mache ich. Und ja, sonst Ich viel habe gucken und in der Bild-Zeitung gelesen, wenn halt alles irgendwie nicht mehr langt, schmeißt du deine Freundin irgendwie hin und her. Ist das richtig so? Oder sind das Fake News? oder sie mich. Ja, manchmal merkt man es schon halt in den Fingern, dass es einem langweilig ist. Dann muss die Freundin dran glauben oder der Hund. Aber ja. Ich weiß gar nicht, wo ich bei dir anfangen soll. Zweimal Ringer des Jahres, fünfmal deutscher Männermeister. Ich glaube sogar, dein erster Titel, da warst du noch Junior bei den Männern. Kann sein. Ich glaube, das erste Jahr Junior. Wie viele Medaillen hast du geholt? 7 Medaillen alleine auf EM, WM und Olympischen Spielen von 8 Meisterschaften. Also wir reden nur von Europa, Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen der Senioren. Also du warst 8-mal dabei. Und hast lediglich wirklich nur 2018 keine Medaille gemacht. Also eigentlich ein Dauerabo. Was super, ich finde es gut. Aber, oder was war 2018 los? Im Nachgang, findest du, hast du was anders gemacht? Hast du was getestet? Oder war das vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, dass du da mal, ich meine, du gehst auf ein Turnier und du bist es immer gewohnt, mit einer Medaille heimzufahren. Immer. Wie gehst du damit um? Wie war das für dich 2018? Also ich fahre auf jeden Fall jeden Wettbewerb Medaille zu holen. Also nicht irgendwie als Tourist oder dabei sein ist alles. Sondern ja, ich fahre halt auf ein Turnier, um alles zu geben, um halt eine Medaille zu holen, auch mal einen Titel zu holen, meinen Gürtel sich zu ergattern. In dem Jahr hat es nicht ganz so gut geklappt, woran es gelegen hat. Ich war zu locker. Also ich muss sagen, ich bin zu locker an die ganze Sache dran gegangen. Die anderen Male hat alles geklappt. Ich war mir zu sicher, habe mir gedacht, gegen den Asakalov, der ist ja schon ein bisschen älter und so, habe eigentlich gewusst, was er macht. Dann hat er aber auch mit den Sachen, wo ich eigentlich drauf eingestellt war, seine Punkte gemacht. Und ich muss sagen, ich habe auf eine Karte gelegt und noch mehr probiert, sondern ich habe einfach die Zeit runtergerungen und so war es dann 5 zu 2 für ihn. Und eigentlich hätte ich alles riskieren müssen, um noch den Kampf zu gewinnen. Eigentlich scheißegal, ob es am Ende irgendwie 10-2 steht. Oder 6-2, verloren ist verloren. Hätte ich noch mehr riskiert, noch mehr gemacht, hätte ich vielleicht den Kampf noch drehen können. Aber ja, aus Fehlern lernt man. Der stand immerhin letztes Jahr mit dir auf dem Treppchen. Der stand schon ein paar Mal auf dem Treppchen. Der Weg Ja. Weltmeister. Letztes Jahr Dritter auf der Weg. Also der kann auch auf jeden Fall ringen. Obwohl er jetzt mittlerweile in die Jahre gekommen ist. Aber einer der Überraschungen, glaube ich, auf der WM. Wenn wir mal auf deine WM zurückblicken, erste Runde Bulgarien 3-1, zweite Runde Österreich 3-1. Dann der entscheidende Kampf gegen den Iraner. Du gewinnst 1-1, holst zum zweiten Mal die Quali für die Olympischen Spiele. Und ich stehe an der Ecke und denke, okay, der freut sich jetzt, der freut sich jetzt, der jubelt jetzt. Aber irgendwie kam nichts. Also, wie hast du dich da gefühlt? War das der Druck, der wo einfach so weggeflossen ist? Ich habe die ganze Zeit gewartet, aber da kommt nichts, da kommt nichts. Dann gehst du ein paar Schritte weiter zum Kalli, setzt dich hin und dann, glaube ich, sind ein paar Tränen geflossen. Ja, sogar viele Tränen, auch noch im Nachhinein im Zimmer und so.
Ich muss sagen, der Druck war groß. Vor allem die Plätze für die Olympischen Spiele sind ja weniger geworden als bei den Olympischen Spielen davor. Jetzt können sich nur noch 16 qualifizieren. Ich glaube, damals waren es 20, also Ja. viel mehr. Und die Chance, sich zu qualifizieren, ist halt noch schwieriger. Und deshalb war der Druck auch enormer, weil auch jeder von der Familie oder Fans oder auch drumherum, jeder hat halt vor allem erwartet, dass man Quali holt. Und auch man selber hat sich halt Druck gemacht. Ich gedacht, ey, man war bei den Olympischen Spielen einmal, hat eine Medaille gemacht, war jung, jetzt Partner, eigentlich müsste es jetzt direkt nochmal klappen. Und somit war der Druck schon enorm groß. Und in dem Moment ist halt die ganze Last von einem gefallen. Und also in dem Moment war mir nichts zu schreien, aber innerlich habe ich mich gefreut, tierisch. Und habe mir halt gedacht, war ein geiles Gefühl auf jeden Fall, weil ich gemerkt habe, die Last von mir gefallen ist, das Ziel erreicht habe und war richtig glücklich darüber. Ich kann mich erinnern, 2016, da war ich auch dabei. Da hast du dich gefreut, als du die Quali geholt hast. Aber wie? Da war es dann in der Türkei gegen Bashar, war das, glaube ich. Da Genau. sind dann, da sind ein paar Flaschen geflogen auf die Matte. Das war schon ein bisschen hitziger. Auf der WM Halbfinale dein Lieblingsgegner? Belenyuk. Später kommen wir auf eine Frage von den Fanfragen, da war eine, wer ist dein größter Konkurrent? Kann man sagen, Belenyuk ist derjenige, den man knacken muss, um Olympiasieger zu werden? Also, um Olympiasieger zu werden, muss man jeden knacken, aber ich mache mich jetzt nicht daran fest, an irgendwelche Gegner, dass ich die auf jeden Fall besiegen muss. Also, ich werde die auch auf jeden Fall besiegen, aber das Ding ist, der größte Gegner ist man immer sich selber. Wenn man sich selber zu viel Druck macht oder Gedanken oder mit dem Kopf nicht bei der Sache ist, dann wird halt gar nichts klappen. Und deshalb ist der größte Gegner eigentlich man Man selber. selbst. Um Bronze gegen Weißrussland hast du wie immer gewonnen und die Medaille dann auch geholt. Da hast du dich dann gefreut. War das dann nochmal so eine extra Motivation, wo du sagst, ey, die Quali habe ich, der Druck ist weg, jetzt kann ich frei aufbringen und jetzt das Ding hole ich mir jetzt noch. Also auf jeden Fall, ich fand auch zum Beispiel das Halbfinale, da habe ich auch ganz anders gerungen als die anderen Kämpfe davor. Irgendwie hatte ich, muss ich sagen, im Halbfinale und im Bronze viel mehr Spaß als davor. Aber davor war halt der Druck enorm und dort konnte ich auch. Im Halbfinale habe ich gewusst, okay, ich habe die Quali keine mehr nehmen. Ich glaube, da war die Freude zu groß. Also gegen Belenyuk war es, den Dreher habe ich abgewehrt, dann habe ich aber beim Heber geschlafen. Also Boden habe ich den, glaube ich, zumindest geknackt und Kommst du immer näher auf jeden Fall. halt immer näher. Und als ich verloren habe, war es auch halt schade, aber beim nächsten Mal dann und um Platz 3 mit einer Medaille wieder nach Hause fliegen. Schauen wir mal, ob, ich meine, der hat die Europameisterschaft dieses Jahr ausgesetzt. Der in Anführungsstrichen Ersatzmann Novikov ist gefahren, macht Europameister. Der war, ich glaube, letztes Jahr in Heidelberg mit dir, hat trainiert. Was denkst du? Hat der Belenyuk zu große Erfolge, zu viel Einfluss, dass man sagt, ey, wir tauschen den jetzt nicht aus, auch wenn der andere Europameister wird? Ich glaube, es ist also eine gute Frage, aber das kann ich jetzt persönlich nicht so sagen. Also ich habe ihn kennengelernt. Ich habe beide kennengelernt. Beide sehr angenehme Typen, nicht irgendwie abgehoben, nicht angebildet oder so. Fliegen nicht irgendwie im Himmel herum und denken, sie wären das Beste. Wer es entscheidet? Also ich glaube, also beide haben bei den Männern Medaillen erzielt. Belenyuk ist Weltmeister geworden. Darauf ist der andere Europameister geworden. Ich glaube, das werden die bestimmt ausnehmen. Vor allem jetzt, weil die Olympischen Spiele verschoben werden. Belenyuk wird ein Jahr älter. Bei dem geht es schon langsam den Berg ab mit seinem Alter, mit seiner Pro-Kurve. Und von unten kommt halt ein junger Mann. Und ich glaube, die werden es bestimmt bei der ukrainischen Meisterschaft nochmal ausringen. Wie ist es für dich? Ein Jahr später, ich meine, dein ganzes Jahr war ausgelegt auf die Olympischen Spiele dieses Jahr eigentlich. Du hast die EM nicht gerungen. Was hat das privat, was hat das komplett geändert bei dir? Ich muss sagen, als die Nachrichten kamen, dass die Fußball-EM verschoben wurde, habe ich eigentlich schon damit gerechnet, dass die Olympischen Spiele auch verschoben werden. Bei der EM ist ja nur ein Kontinent, es trifft ja Europa zusammen. Bei den Olympischen Spielen treffen halt aus der ganzen Welt alle zusammen in einer Stadt.
ob es jetzt Sportler sind, Fans oder Mitarbeiter. Und da wurde es mir klar eigentlich, dass die auch auf jeden Fall verschoben werden. Und darauf habe ich mich eingestellt und ich habe mir auch im Nachhinein gedacht, besser die verschieben die jetzt, als dass sie die irgendwie noch durchbringen, vielleicht ohne Zuschauer und so. Das will, glaube ich, auch kein Sportler. Oder am Ende Schlagzeilen in der Zeitungen sind, wie durch Olympische Spiele so und so viel Neuinfektionen, vielleicht auch Menschen, die gestorben sind. Aber bei solchen Olympischen Spielen will niemand teilhaben. Und deshalb finde ich es richtig gut, dass die es verschoben haben. Und auch Sportler können sich auch gar nicht so richtig dafür qualifizieren. Ich glaube, 45% hat sich bis jetzt qualifiziert, die anderen 55 müssen sich noch qualifizieren. Haben die Trainingsmöglichkeiten momentan nicht so richtig. Und auch die Trainingsmöglichkeiten hätten, also ich meine, die Quali schon haben, die können sich ja auch nicht so richtig auf die Olympischen Spiele vorbereiten. Und ich glaube, auch vom Niveau wären dann die Olympischen Spiele das, was man sich wünscht. Du warst Kadettenweltmeister 2011, du warst Junioren-Europameister, du warst U23-Europameister. Du bist 2016, eigentlich war das dein erstes richtiges Männerjahr, bei deiner ersten EM hast du Bronze geholt, ich glaube gegen Abbasov um Bronze. Dann wirst du dritter Olympiasieger mit 21 Jahren, 234 Tagen. Ich müsste mal nachgucken, aber ich weiß nicht, ob man so viele in Deutschland haben, die jünger waren als du, die eine Medaille geholt haben. Jetzt fährst du auf die zweiten Spiele. Wie du vorhin schon sagst, jeder erwartet von dir eigentlich eine Medaille. Ja, die sagen, ah ja, der war vor 4 Jahren Dritter. Jetzt ist er noch besser, da war er sogar noch jung. Jetzt muss er eigentlich Zweiter oder Erster werden. Wie gehst du damit um? Prallt es da ab an dir? Nimmst du das auf? Motiviert dich das? Ich muss sagen, das lässt mich eigentlich kalt. Also ich muss sagen, vor einem Jahr habe ich mir noch sehr oft Gedanken gemacht, was die anderen denken oder sagen. Aber mittlerweile denke ich mir halt, die Leute sind nicht so richtig in der Materie drin, wissen gar nicht, was wie viel Arbeit drinsteckt und was noch alles drinsteckt. Zum Beispiel, wenn man den Frank Stäbler anguckt. Frankie dreimal Weltmeister, wurde Weltmeister, ist dann auf die Olympischen Spiele gefahren als Favorit. Im letzten Training in Burghausen, also Vorbereitung für die Olympischen Spiele, im letzten Training verletzt er sich halt schwer. Und dann, jeder hat auf jeden Fall gedacht, er holt auf jeden Fall eine Medaille, vielleicht sogar Gold. Hat es doch nicht so geklappt. Und auch wenn man die Olympischen Spiele anguckt, da war ein Finale, was eigentlich umstritten war, wo ich eigentlich alles gesetzt hätte, dass der andere Mann gewinnt. Ich sage jetzt keine Namen, weil es ist unnötig. Wurde beschissen durch die Schiedsrichter meiner Meinung nach. Und somit ist ihm auch die Medaille ferngeblieben, also die Goldmedaille. Die Goldmedaille. Er hat dann Silber geholt, aber wenn man im Finale steht bei den Olympischen Spielen, will man auf jeden Fall Gold und ist nicht mit Silber zufrieden. Und deshalb kann man das auch nicht so sagen, dass es auf jeden Fall eine Medaille sein muss. Also da ist viel, was noch drumherum hängt. Die Tagesform, wie man sich vorbereitet hat, wie man mit dem Kopf in das Turnier reingeht, die Auslosung auf jeden Fall auch. Und viel passieren. Eine blöde Aktion, man fliegt irgendwo hinterher, gibt irgendwas dumm ab, der Schiri mag dich irgendwie optisch nicht so vom Aussehen her, dann Oder vieles. dein Ringstil nicht, ja. Genau. Aber ich denke, dass wenn ich vom Kopf her frisch bin und topfit bin, dass auf jeden Fall was Gutes dabei rauskommt. Apropos Auslosung, wenn man für mich persönlich einer deiner stärksten Turniere war die Europameisterschaft letztes Jahr. Du verlierst gegen Abbasov, gegen den du gefühlt wahrscheinlich schon 100 Mal gerungen hast. Der kommt ins Finale. Und in der Hoffnungsrunde hast du Chuck Vedadze, Olympiasieger, falls du gewinnen solltest, Armenien Manukyan Weltmeister. Du hast quasi einen Tag, also die Kämpfe sind den nächsten Tag, machst du dir da Gedanken, denkst du, boah, schlechter hätte es mich nicht treffen können. Ich glaube, den Chuck Vedadze hattest du noch nicht besiegt bis dato. Und Doch, bis dato. dann haust du alle beide weg. Chuck Vedadze hast du getuscht. Nee, den Manukyan hast du getuscht, glaube ich, am Ende war das dann sogar noch ein Tusch. Was für einen Stellenwert hat das für dich, wenn du so Leute vor allem an einem Tag hintereinander besiegst? Was für einen Stellenwert das für mich hat. Also ich muss sagen, auf jeden Fall ist es richtig geil, so Leute zu besiegen. Und es zeigt mir auch, dass ich halt
jeden in meiner Gewichtsklasse schlagen kann, egal ob es mal ein Olympiasieger war oder Weltmeister. Und es zeigt mir auch, dass es nur ein bisschen am Kopf scheitern kann, wenn man keine Medaille drin ist. Also von den Fähigkeiten und von der Physis her könnte ich jeden schlagen, kommt halt nur darauf an, wie der Kopf mitspielt. Und ja, gegen Abbas habe ich, glaube, 6 Mal schon gerungen oder 7 Mal, glaube ich. Ich glaube, momentan steht es im Team 3-3 oder 3-3, ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, da werden wir noch ein paar Mal aufeinandertreffen. Ich weiß gar nicht, der hat die Quali nicht geholt. Nee. Den Iraner verloren. Ein Iraner verloren. Ich habe noch ein paar Fragen. Also wenn wir jedes Turnier bei dir durchgehen, dann müssten wir, glaube ich, 5 Stunden irgendwie am Stück machen. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht viel mehr sagen. Mit 25 diese Erfolge zu haben, ist schon beeindruckend. Und es ist auch kein Ende in Sicht. Das ist Gut ja so. das Schöne daran. Wir haben ein paar Fragen. Dein Lieblingsgriff? Ist die beim Roland die Frage, sagen wir ehrlich. Ich müsste mal gucken, ich weiß es gar nicht. Ist es die? Wie viele wissen, ich kann eigentlich nicht so viele Griffe. Deshalb ist die Frage eigentlich ein bisschen assi. Wobei, na gut, den Rumreißer kriegst du jetzt auch schon fast bei jedem durch, ne? Ich weiß nicht mal, ob das einen bestimmten Namen hat, aber dieses Kopf seitlich, was Genau. ich glaube, letztes Jahr auf der EM ziemlich oft gemacht habe, das ist eigentlich so mein Ding. Also das Ding ist auch, ich glaube nicht, dass jeder Top-Sportler 1000 Griffe haben muss. Wenn man bei Frankie guckt, der kann halt den Rumreiser, den kann er brutal, den kriegt er an jeden Mann hin. Ich versuche mal, das Ding von mir noch besser zu machen, damit ich das auch bei jedem schaffen kann. Und ja. Gönnst du dir ab und zu mal einen Snack? Oh, ich gönne mir oft einen Snack. Eben sogar noch. Am Pringles. Ja, ja, genau, da wär die nächste schon die Frage, wie regelst du die Ernährung denn? Wie achtest du da drauf? Bist du da wirklich Gramm auf Gramm und ist alles getaktet oder sagst du, ey, komm, heute ist mal scheißegal? also ich ernähre mich schon gesund, halt außer jetzt die Pringles oder mal ein Burger. Aber ich bin jetzt nicht einer, der irgendwie die Kalorien zählt oder irgendwie auf irgendwelche, keine Ahnung, Einheiten achtet. Ich muss so und so viel Eiweiß täglich essen. Ich ernähre mich schon gesund, ab und zu, aber wenn ich Lust habe, gönne ich mir auch mal eine Pizza oder einen Burger oder so. Oder mal eine Cola. Die Aline fragt, die Aline Focken, ob die Simone noch lebt. Ja. Leider. Arbeitest dran, mein Freund. Nee, der geht's auch gut. Sie macht gerade ihren Master. Nächstes Jahr fertig. Innovation Management. Momentan viel daheim, auch wegen Corona. Ja, die muss auch vieles aushalten. Mich dabei immer sehr gut. Ist es seid ihr auch nicht gewohnt, so lange in einem Haus? Das hat sie auch schon gesagt. Sie hat gemeint, sonst bin ich immer auf Lehrgängen. Ich glaube, mehr als die Hälfte vom Jahr bin ich immer unterwegs. Und jetzt so auf so lange Zeit am Stück daheim. Sie hat gemeint, also sie findet es richtig schön. Schön, oder schön, wenn es wieder losgeht. Ich Wie sieht deine Morgenroutine aus? meine Morgenroutine. Ich habe ja einen Hund, mit dem muss ich jeden Morgen raus. Also ich muss mir auch keinen Wecker stellen. Immer um 7:30 steht er bei mir im Bett, weckt mich. Dann muss ich mit dem ungefähr eine Stunde raus, spazieren gemütlich. Und danach kommt mein Frühstück. Und dann packe ich auch schon langsam die Tasche und dann geht es schon ins erste Training. Du bist bei der Bundeswehr, trainierst jetzt mittlerweile in Heidelberg, richtig? Genau, aber auch noch ab und zu in In Schifferstadt. Schifferstadt. Wie bist du zum Ringen gekommen? Wie ich zum Ringen gekommen bin. Also durch meinen Papa. Der wollte uns halt ins Judo stecken, war das? Hatte, glaube ich. Das war aber voll, also die hatten da keine Plätze mehr. Und der beste Freund von ihm war halt Ringer, hat gemeint, ey, in Eichach ist ein Verein, da ist er auch. Komm, bring mal deine Jungs hin und wir gucken mal, ob es denen gefällt. Und somit sind wir es zum Ring gekommen. Aber ich habe ihn mal gefragt, warum er uns ins Ring gesteckt hat und nicht irgendwie Fußball oder was weiß ich. Und da hat er gemeint, er hat sich immer gedacht, wenn er ein Mädchen kriegt und das Mädchen ist hässlich, kann er nichts machen. Wenn er aber einen Junge kriegt und er wird hässlich, den steckt er in eine Kampfsportart und dann wird
vorne haben. Und es hat einfach zu mir gesagt. Ich meine, okay, gut. Interessant, wusste ich jetzt auch nicht. Was sind deine Tipps zur Regeneration? Meine Tipps zur Regeneration. Also erstmal weg von der Freundin. Da ist schon mal der größte Stressfaktor weg. zur Regeneration, also ich mache zur Regeneration, zum Beispiel Mittwoch haben wir Regeneration, da mache ich einen gemütlichen Lauf, also nicht irgendwie auf Zeit oder irgendwie Puls, so, also eigentlich niedrig, wie es geht. Leicht traben, also aktive Erholung ist eigentlich am besten, damit der Körper gut durchblutet ist, das Laktat abbauen kann, also das, was den Körper eigentlich müde und träge macht. Viel Wasser trinken, lange schlafen, Physiotherapie, alles auch auf jeden Fall gut. Und genau, ein bisschen auch auf der Couch Zeit verbringen. Du bist aber, also ich weiß es, dass man dich eigentlich bremsen muss. Wenn der Kalli, der Bundestrainer, sagt, mach mal die Woche nichts, fällt dir das schon schwer? Also das auf jeden Fall. Also ich denke mir immer halt, um ganz oben zu stehen, muss man immer mehr machen als die anderen. Und halt, wenn auch mal zum Beispiel, also ich muss mich oft dazu zwingen, mal zum Beispiel nach einem Wettkampf nichts zu machen oder nicht so früh anzufangen. Aber in den Jahren habe ich daraus gelernt. Also ich muss sagen, ich habe auch 2, 3 Verletzungen oder ich glaube sogar alle Verletzungen, die ich habe, sind halt durch eine Ermüdung entstanden. Also ich habe einmal, zweimal wurde ich am Bein, also einmal am Knie, einmal am Sprunggelenk wurde ich operiert, dann auf der anderen Seite Meniskus gerissen und sind alles so Sachen, wo ich mir im Nachhinein denke, war keine schwere Bewegung oder dass irgendwie der Gegner komisch draufgeflogen ist, sondern war wirklich die Ermüdung. Und deshalb denke ich mir auch oft, lieber rausnehmen, um mal einen Tag weniger was zu machen und am nächsten Tag wieder noch besser ins Training zu starten. Westendorf fragt, in welcher Halle herrscht denn die beste Stimmung? Da muss ich dem zustimmen und in Westendorf, ich habe da noch, doch, ich habe da sogar gerungen, in Westendorf ist auf jeden Fall die beste Stimmung, also kleine Halle, kleine Matte, die Halle ist... Auch die Zuschauer sind sehr fair, auch zu der gegnerischen Mannschaft, gute Stimmung. Auch nach dem Wettkampf sehr gute Stimmung, wenn mal dort eine Party ist. Also die nehmen dich halt mit offenen Händen auf, fragen die, wie es dir geht, wollen die mal ein Bier ausgeben und alles Mögliche. Also super Halle, super Ringer, sehr angenehme Fans. Super. Also ich denke, die Zuschauer ein bisschen... einen anderen Einblick von dir bekommen. Von dir bekommt man ja normalerweise einen Siegpreis. Hält sich ja sehr bedeckt. Deswegen umso mehr vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Lass deine Freundin noch am Leben. Oder andersrum. Ich probiere. Simone, wir brauchen den Dennis auch noch. Bleib gesund und ja, hoffentlich bald wieder auf der Matte. Du auch, genau. Dankeschön, Dennis. Mach's gut. Ciao, ciao.